hab es geschafft, uns zu spalten. Dabei wollten wir zusammenhalten, die Jungen so wie die Alten. Wir können nur gemeinsam gestalten. Doch ihr habt euch hinter Virologen verschanzt, regiert mit Verordnungen, mit Strafe und Angst. Ich begrüße euch wieder zu unserer Montagsversammlung hier, ganz im Sinne der Freiheit. Warum stehen wir hier immer noch? Wir stehen hier immer noch gegen Kriegstreiberei. Was ist hier unsere Forderung? Gifhorn steht auf und spaziert für Solidarität mit allen, die unter den Regierungsentscheidungen leiden, für ein bezahlbares Leben in Frieden und in Freiheit. Natürlich steht jetzt hier ganz im Vordergrund hier bezahlbares Leben. Der ein oder andere hat schon gemerkt, es wird alles immer teurer. Warum stehen wir hier noch? Stopp der Waffenlieferungen in Kriegsgebiete. Wir wissen mittlerweile, sind es mehrere Kriegsgebiete und wir stehen dafür, dass das eingestellt wird mit den Waffenlieferungen. Ansonsten sind wir hier für die Aufklärung, für transparenten Dialog. Und natürlich laufen wir alle friedlich, ja. Jeder kann sich hier zu uns gesellen, wir sind parteilos. Ich sage das immer wieder, weil oft wird gesagt, oh, das ist eine AfD-Veranstaltung. Nein, wir sind keine AfD-Veranstaltung. Wir zeigen unser Gesicht in der Öffentlichkeit, um ein Zeichen dafür zu setzen, dass wir mit dem, was unsere Regierung hier so gerade macht und was die so alles planen und was uns alles so betrifft, dass wir damit nicht einverstanden sind. Noch haben wir ja die Möglichkeit, uns zu versammeln, wenn wir das anzeigen. Meinungsfreiheit, das habt ihr selber schon gemerkt, ist sehr, sehr eingeschränkt worden. Es gibt bestimmte Paragraphen, die dafür sorgen, dass man eben nicht mehr alles erzählen darf. Ich versuche hier immer, euch einen neutralen Nachrichtenüberblick zu bringen, in der Hoffnung, dass es nicht der Zensur unterliegt und mich direkt in den Knast befördert. Aber ihr wisst ja, einige haben hier schon mit 188 Bekanntschaft gemacht. Schließt auch euch gerne an, je mehr wir sind, die hier für den Frieden, gegen die Waffenlieferung, für Diplomatie, für Solidarität, für Bauern, Handwerk, Mittelstand, all die, die jetzt arbeitslos geworden sind oder die in irgendwelche unangenehmen Sachen verwickelt sind, schließt euch gerne an. Deutschland rüstet sich weiter für den Krieg gegen Russland. Und medial wird schon über Reservisten gesprochen, die im Kriegsfall für Deutschland gelistet sind. Ganz kurz an dieser Stelle, ich möchte keine Angst verbreiten und ich bin auch nicht in der Angst. Ich glaube, es wird alles gut, auch wenn unsere Kriegstreiber versuchen, es anders zu machen. Ich glaube trotzdem, es wird alles gut. So, in Osthessen wird das Jägerbataillon 1 an die NATO-Ostflanke verlegt. Das soll ja für euch auch nur so ein bisschen so ein Hintergrundwissen sein. Innerhalb Deutschlands kommt es immer mehr zu Einzelfällen ausländischer Aktivitäten. Ganz kurz, ihr habt sicher mitbekommen, ein Syrer hat ein vierjähriges Kind mit einem Messer angegriffen. Warum ich das erwähne? Weil ich es immer noch verwerflich finde, dass er schuldunfähig gesprochen wurde. Währenddessen wird jemand anderes in Deutschland, wir wissen Ärzte, ne, wir wissen auch Politiker zum Beispiel, die werden jetzt wieder vors Gericht gezogen, ja, und müssen sich dann zum Beispiel am 18.04. in Halle vor Gericht dafür verantworten, dass sie gesagt haben, Deutschland ist ihr Heimatland. So, was ist noch zu Deutschland zu sagen? Habt ihr auch schon mitgekriegt, die Wetterkarten spielen wieder verrückt, das ist ja ganz furchtbar. Wir sind hier bei 23 bis 26 Grad, alles ist rot. Also das heißt, man versucht uns wieder in die Angst zu bringen, alles ist rot. Was ist noch so los? In Europa ist und der Welt ist gerade sehr, sehr viel, gerade heute super viel los. In Österreich werden die RKI-Files medial verkündet und alle berichten von einem Skandal. Hoffentlich erreicht das auch bald mal die Mainstream-Medien hier. Denn dieser Skandal, dafür stehen wir auch auf der Straße, muss dringend aufgearbeitet werden. Es gibt viele Impfopfer. Und es gab
ganz viel Druck auf Ungeimpfte und es gab ganz viel Diffamierungen. Und die Forderungen stehen ja ganz klar im Raum. Das muss aufgearbeitet werden. Und die Schuldigen müssen in diesem Land rechtmäßig dafür verurteilt werden. In der Slowakei gab es Wahlen und Peter Pellegrini ist ein pro-russischer Sozialdemokrat. Er wird Präsident. Polen fordert Erklärungen und Entschuldigungen von Israel für die Ermordung eines polnischen Hilfsdienstmitarbeiters. Warum erzähle ich das alles hier? Weil das sind Nachrichten, die man nicht bei ARD und auch nicht bei ZDF oder womöglich RTL oder Sat.1 bekommt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Frau von der Leyen Verdacht der Vorteilsnahme, Korruption, unsachgemäße Impfstoffverträge. Was macht noch gleich ihr Mann? Ihr könnt da weiter forschen. Was hat Frau von der Leyen studiert? Auch sehr interessant. Sitzt sie eigentlich auch schon in Untersuchungshaft, wie Herr Ballweg sitzen musste, lange, lange Zeit, ja, wo man nur mal so geforscht hat und geguckt hat, was ist denn da los? Gut, was ist heute noch aktuell Thema? CERN in der Schweiz, bekannt für Forschung in der Teilchenbeschleunigung, startet heute seinen ersten oder seinen weiteren Versuch mit dem Thema Antimaterie. Heute auch. Nicaragua wirft Deutschland weiter Beihilfe zum Völkermord in Gaza vor. Und heute ist die Verhandlung in Den Haag. Ja, unsere Veranstaltung ist zu früh, um euch schon neuere Sachen dazu zu sagen. Aber ihr habt es bestimmt auch mitbekommen. Jerusalem schlachtet heute am 8.4. heilige rote Kühe. Die sind extra für eine Opferzeremonie gezüchtet worden. Also ihr seht, heute ist der Tag der Tage. Iran plant Vergeltungsmaßnahmen gegen Israel und stellt der USA ein Ultimatum. Der Spiegel berichtet, Nancy Pelosi fordert einen Stopp der US-Waffenlieferungen für Israel. Was war noch gleich mit Nancy Pelosi? Die war doch mal verhaftet worden vor ein paar Wochen, Monaten. Wieso ist denn die wieder da und komplett anders drauf? Was ist denn da passiert? Dmitri Medvedev, russischer Ex-Präsident, meldet sich mal wieder zu Wort und wirft unserem Kanzler Scholz, Biden, Macron und Sunak die Beteiligung am Terroranschlag in Moskau vor. Auch dort ist es ganz wichtig, dass Aufklärung erfolgt. Und wir stehen hier, weil wir uns Aufklärung wünschen, auch ja, was den Terroranschlag in unserem Land betrifft, auch das ist ja noch nicht aufgearbeitet. Was ist denn mit Nord Stream los? Hallo, guten Abend, hier vorne, schön euch zu sehen. Die Spaltung geht auch in der EU darüber weiter. Wer sich auf die Seite Russlands stellt, gehört nicht in die EU, sagt CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, schlägt Ungarn und der Slowakei daher den Austritt aus der EU vor. Und Anton Hofreiter will diesbezüglich dann die Gelder für diese Staaten kürzen. Ja, das andere hat sie schon gesagt, mit dem Herrn Pellegrini, der zum Präsidenten gewählt ist, der im Wahlkampf gesagt hat, Vorsicht bei Waffenlieferungen in die Ukraine und er möchte die öffentlich-rechtlichen Medien verstaatlichen. Das geht meiner Meinung nach auch ohne Verstaatlichung. Das ist bei den Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland so, hier ist die mediale Parteilichkeit auch eine linksgrüne Schieflage, ohne dass man das verstaatlicht hat. Dann habe ich einen Netzfunk, das Public Health Institute erzeugt Evidenzen. Es geht darum, wie wir gestreamt und geframed worden sind in der Sache Corona. Er sagt dazu, das ist exakt das, was gemacht wurde. Also es wurden Evidenzen erzeugt, darstellen, was wahrgenommen werden soll durch die Medien. Das soll noch mal einer behaupten, wir werden belogen. Wir belügen uns selbst, immer und immer, solange die Öffentlicharbeit nicht als das bezeichnet wird, was es ist, eine Massenvernichtungswaffe gegen den Verstand. Mein oben ruhig.
Hat er wenigstens geschenkt. Super, wir finden uns hier ein zu einer Zwischenkundgebung für alle Bürger, die das noch nicht wissen. Jede Woche Montag um 18.30 Uhr findet unsere Versammlung für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung statt. Viele Minister muss man hinterfragen. Und weil wir damit nicht einverstanden sind, wie es in Deutschland läuft, deswegen stehen wir hier immer noch auf der Straße. Und ihr könnt euch gerne anschließen, wenn ihr auch feststellt, dass in eurem Geldbeutel weniger drin ist als all die Jahre zuvor. Wir haben hier übrigens auch offenes Bürgermikrofon, falls mal jemand anderer Meinung ist und das gern kundtun möchte. So, ich habe noch etwas zu Dr. Rainer Füllmich zu sagen. Dr. Rainer Füllmich ist Rechtsanwalt und war auch Mitglied in der Basis und ist er bestimmt immer noch und hat sich auch aufstellen lassen, damals in Magdeburg. Und jetzt kam raus, Dr. Rainer Füllmich ist angeklagt worden. Er hatte zusammen mit anderen Menschen den Corona-Untersuchungsausschuss, der auch über die Streams gelaufen ist, mitbegründet. Und ihm wurde dann vorgeworfen, er habe Gelder veruntreut, etc. pp. Und ganz, ganz viele andere Sachen. Jetzt kommt raus, dass er ab August 2021 vom Verfassungsschutz beobachtet wurde. Ganz genau wurde geplant, dass Füllmich als Politiker verhindert werden solle. Ergo war die Basis massiv unterwandert. Das ist jetzt meine Meinung. Und ist wohl deshalb gescheitert, wurde politisch verhindert. So, und was sehen wir jetzt? Dasselbe haben sie mit der AfD vor. Die muss auch verhindert werden. Fällt was auf. Unliebsame Oppositionen werden einfach beseitigt. Dann gibt es den Dr. Christian Hafner aus Frankfurt, ein Allgemeinmediziner. Der hat geklagt und hat aufgrund dieses Informationsgesetzes, das allen Bürgern offen steht, Berichte zu bekommen, wie zum Beispiel vom RKI oder auch jetzt hier geht es um den Corona-Expertenrat der Bundesregierung. Diese traf sich stets hinter verschlossenen Türen in 33 Sitzungen zwischen dem Dezember 21 und dem April 23. Hatte der Rat Empfehlungen gegeben, die politischen Entscheidungen wie Lockdowns, Maskenpflicht, Schulschließung oder der einrichtungsbezogenen Impfpflicht maßgeblich zu beeinflussen. Der Rat empfahl immer härtere Maßnahmen, was genau und welche wissenschaftlichen Grundlagen Empfehlungen beschlossen wurden, wurde geheim gehalten. Ja, und jetzt ist die Freigabe der Dokumente erfolgt, natürlich geschwärzt, das wird auch weitergehen. Man kann den Namen Dr. Christian Hafner mal im Netz eingeben. Dann gibt es vom Nordkurier das zu lesen oder auch auf YouTube die ganzen beteiligten Personen, die in diesem Rat dabei waren und maßgeblich an unserem Dilemma mit beteiligt sind. Und die andere Sache, die ja schon etwas, die RKI-Files, die ja nun auch für Aufregung sorgen, sind auch geschwärzt herausgegeben. Da werden ja dann auch noch die Dinge benannt werden müssen, dass die geheim gehalten wurden, zeigt zum Beispiel nach Dr. Martin Schwab, das ist ein Lehrstuhlinhaber für Rechtswissenschaften an der Universität Bielefeld, dass das auf keinen Fall auf einer wissenschaftlichen Basis evaluiert wurde, sondern dass das absolut eine einfach nur politische Entscheidung war. Dazu gehört halt auch, dass von jetzt auf gleich die Losung war, die damals niedrig oder mäßig eingestufte Situation in der Corona-Pandemie von jetzt auf gleich auf hoch eingestuft wurde und dann die ganze Litanei runtergerasselt wurde mit den ganzen Lockdowns und den Freiheitsbeschneidungen, Änderungen des Grundschutzes, des Grundgesetzes und des Infektionsschutzgesetzes, was natürlich bis heute in großen Teilen überhaupt noch nicht wieder revidiert wurde. Daran arbeiten wir weiter und freue mich, dass es eben so viele Menschen gibt, die auch auf eigene Faust und auch mit eigenem Geld sich dafür einsetzen, dass hier Aufarbeitung passiert. Schönen Abend, liebe Gipfeller. Auch etwas auf dem Herzen, und zwar geht es um den Pandemievertrag. Alle Länder in Europa sind angehalten worden, ihre Verantwortung zu geben in Pandemiefragen an die WHO. Die World Health Organization ist privat finanziert, hauptsächlich von Bill Gates. Das ist eine private Organisation, die nicht staatlich ist. Und wie gesagt, sie ist durch Pharmaunternehmen maßgeblich finanziert.
Und die soll entscheiden, wann Pandemien sind. Bei der Schweinegrippe 2009 wurde etwas geändert. Und zwar die Definition von Pandemien. Von viele Tote und überlastete Krankenhäuser auf viele Infizierte. Weil bei der Schweinegrippe keine Toten waren. Und die Schweinegrippe, die Impfung wurde abgebrochen, weil Narkolepsie auftrat, eine Nebenwirkung, wo die Leute einschlafen. Die haben jetzt ein paar Jahre ins Land gehen lassen und haben eine neue Aktion gestartet. Und man kann das daran erkennen, dass es Ähnlichkeiten wie 2009 hat. Im Jahr der größten Pandemie keine Übersterblichkeit da war, das kann jeder selber nachprüfen. Die Übersterblichkeit begann erst mit den Impfungen und mit den Boostern, und zwar mit den DNA-Booster. Jeder kann das nachprüfen, ist angehalten. Jeder sollte sich überlegen, ob er seinen Politikern, die einen nicht informieren, und ich gehe davon aus, dass viele hier nicht wissen, dass die Politiker aller Leben in die Hände von Pharmaleuten legen, die nur auf Gewinn orientiert sind. Das ist ein Verbrechen, meiner Meinung nach, was hier stattfindet. Correlation, ein kanadisches Unternehmen, wissenschaftliches Unternehmen hat festgestellt, dass allein auf der südlichen Hemisphäre 17 Millionen Tote durch die Corona-Gen-Manipulationsimpfung entstanden sind. Das wird aber nicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bekannt gegeben. Die WHO selber hat angegeben, dass 20 Millionen Menschen gerettet worden sind, aber das waren nur Schätzwerte. Die haben das nur geschätzt, das kann jeder nachlesen. Also das hat keine wissenschaftliche Basis. Und darum wünschte ich mir, dass alle ihre Bürgermeister, ihre Landräte, ihre Bundesabgeordneten und Ärzte darauf ansprechen und sich selber informieren, was der Pandemievertrag bedeutet für sie und ihre Kinder. Dort steht fest, welche Medikamente genommen werden müssen, und das wird festgelegt von Tedros. Tedros ist ein ehemaliger Kommunist, der ist angeklagt worden beim Internationalen Gerichtshof für Menschenrechte, weil er als Außenminister oder als Minister damals für zuständig war, dass ein Aufstand niedergeschlagen wurde, und der wurde blutigst niedergeschlagen. Und dieser Mensch ist jetzt Chef der WHO, also ein Mensch, der eventuell erpressbar ist. Und so für mich ist meine Meinung, wenn man einmal Kommunist war und man kann dann über kapitalistische Länder entscheiden, was sie für die Medikamente sie bekommen, dann sind da vielleicht weniger Skrupel, wenn da was nicht ganz rund läuft. Wie gesagt, das bitte ich zu bedenken. Das ist Ihre Gesundheit. Schauen Sie sich in Ihrem Umfeld um, wie viele Nebenwirkungen es gibt, die als nicht Post-Vac, sondern eben als Corona-Nachwirkung bezeichnet sind, die identisch sind. Das ist eine riesige Vertuschungsaktion. Jeder muss jetzt selber aktiv werden. Wir stehen hier. Ja, Kuki hat ja gerade zu Recht gesagt, hatte ich schon wieder ganz verdrängt. Wir hatten ja Samstag unsere Dr. Maximilian Krah, unser Spitzenkandidat, die Europawahl zu Gast in der Eventhalle. Ich wollte mich nochmal bei allen bedanken, die da teilgenommen haben und wirklich dieses Event auch genossen haben. Es war wirklich eine super gute Veranstaltung. Wir waren 140 Mann und es wurden über ganz viele Themen referiert. Unter anderem auch über das Thema Heimat. Ich weiß gar nicht, darf man das überhaupt noch sagen? Naja, gut, ich sag's einfach. Also, dass man seine Heimat auch lieb haben kann und dass das eigentlich was ganz Schönes ist. Und wer der Menschen mag, wollte auch seine Heimat lieben. Und das Problem ist halt, die aktuelle Bundesregierung, da hat man ja offensichtlich die Befürchtung, dass sie ja gar nicht die Heimat, das eigene Land mögen, weil da überall Windräder hinstellt, die in Beton setzt oder wie gesagt, ganz viele Solarplatten mittlerweile auch schon auf die Idee gekommen ist, die auf Flüsse zu setzen. Und damit brüten dann irgendwelche Libellen da, weil sie denken, das ist Wasser, das muss man sich ja erstmal vorstellen, ja. Also wer das tut, von Migration möchte ich jetzt gar nicht sprechen oder von Demigration, das ist ja auch schon so ein Thema, da kann man ja nur anecken. Aber das war ein sehr, sehr guter Vortrag. Es hat wirklich Spaß gemacht, ihm zuzuhören, weil nicht nur Fakten kamen, sondern einfach auch mal von Mensch zu Mensch. Und ich glaube, das brauchen wir auch. Und ich würde mich freuen, wenn wir wieder eine Veranstaltung in der Eventhalle haben mit Spitzenpolitikern, dass ganz, ganz viele wieder in unseren Reihen stehen und uns besuchen und bei den Referaten halt zuhören. Das wäre super schön. Es war auf jeden Fall eine Bereicherung. Und vielen, vielen herzlichen Dank für all diejenigen, die daran teilgenommen haben. Und jetzt wünsche ich uns einen weiteren schönen Montagsspaziergang. Vielen Dank. Thank you.
So, dann sehen wir uns nächste Woche 18.30 Uhr hier wieder. Schönes Wetter, bitte gut aufessen, ja, damit wir auch schönes Wetter haben. Und ich wünsche euch eine wunderbare... Ihr grenzt uns aus, bedroht uns und erhöht den Druck. Doch das gibt uns endlich diesen einen Ruck. Denn immer mehr erkennen eure Tricksereien und fallen auf eure Lügen endlich nicht mehr rein. In Gut und Schlecht wollt ihr die Gesellschaft spalten. Ihr dachtet wohl, dass wir nie zusammenhalten. Doch nun passiert's, denn unser Denken, das bleibt frei.